Pochettino kritisiert Mbappé. Das Debüt von Mauricio Pochettino lief nicht wie erwünscht. Der neue Trainer von Paris Saint-Germain musste sich im ersten Spiel als Nachfolger des entlassenen Thomas Tuchel mit einem 1:1 gegen AS Saint-Étienne zufrieden geben. Der 48-Jährige wählt nach dem Spiel durchaus kritische Worte, vor allem in Richtung Kylian Mbappé. Ich bin mir sicher, dass er besser spielen und Spiele gewinnen möchte, sagt Pochettino über den französischen Weltmeister. Ich bin zwar zufrieden mit seiner Leistung, aber er muss sich verbessern, ergänzt Pochettino und schiebt nach. Er sollte enttäuscht sein, wir haben nicht gewonnen. Dies gelte aber für das gesamte Team. Dass sein Team noch unter ihm nicht gleich groß aufspiele, sei aber verständlich. Wir sind ja auch erst vor 3 Tagen angekommen. Zverev dankt Trainer Ferrer nach Trennung. Das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev hat die Trennung von seinem bisherigen Trainer David Ferrer bestätigt. Auf Instagram postet der 23-Jährige ein gemeinsames Foto mit Ferrer und bedankt sich für die gemeinsame Zeit. Ich möchte David für die Monate danken, die wir gemeinsam verbracht haben, die Zeit auf und neben dem Platz und ihm nur das Beste für die Zukunft wünschen. Ferrer hatte zuvor beim spanischen Tennisportal puntadobreak.com betont, dass absolut nichts zwischen ihm und Zverev vorgefallen sei. Alles ist gut, ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, mit ihm durch die Saison zu gehen. Wir hatten in diesen Monaten eine gute Zusammenarbeit, alles war perfekt, erklärt die ehemalige Nummer 3 der Weltrangliste. Nach der Trennung von Ferrer wird der US Open-Finalist für die anstehenden Turniere voraussichtlich wieder von seinem Vater trainiert. Aston Villa mit U23 gegen Liverpool? Das Profiteam von Aston Villa kann im FA Cup aufgrund eines Corona-Ausbruchs nicht gegen den FC Liverpool antreten. Nun muss womöglich der Nachwuchs des Erstligisten ran. Das Team aus Birmingham musste sich am Tag vor dem Drittrundenspiel im FA Cup komplett in Isolation begeben. Dennoch muss der Erstligist zum Duell mit dem amtierenden Meister antreten. Die Regeln des englischen Fußballverbandes sehen vor, dass ein Team spielen muss, solange 14 gesunde Spieler zur Verfügung stehen. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, plant Villa nun mit der U23 gegen die übermächtigen Reds anzutreten. Offiziell teilt Villa bisher lediglich mit, dass man eng mit der FA zusammenarbeite. Wie viele Mitglieder des Teams sich mit dem Virus angesteckt haben, wurde ebenfalls nicht offiziell kommuniziert. Die Villens sprechen von einer großen Anzahl.